Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um diesen netten Frosch, auf dem ich mich gerade befinde. Und zwar ist das einmal der rostrote Bophonit. Diesen können wir uns über die Protosynthesenschmiede einmal bauen. Und das ist auch das letzte Mount, was mir dazu noch fehlt. Ich bin diesmal auf dem Hunter, tatsächlich, da ich auf dem Main noch nicht das Glück hatte, das Mount einmal zu kriegen, beziehungsweise das Rezept dazu. Und ja, als erstes würde ich sagen, gucken wir uns einmal das Mount Special an. Wie ihr seht, sobald wir Mount Special aktivieren, fliegt hier so ein kleines Glühwürmchen rum und dann snackt er das einmal weg. Und ja, das ist eigentlich soweit das, was ich euch zu dem Mount zeigen kann. Jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal rein, wie wir uns das Ganze basteln können. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Chiffrenkonsole. Bei der Chiffrenkonsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soatomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers. Schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede. Und dort können wir dann die Quest abgeben. Kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann ja, habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount ja, habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Um den Plan dann zu erhalten, müsst ihr erstmal ein bisschen Ruf haben. Und zwar brauchen wir das bei einer bestimmten Fraktion, die schimpft sich einmal die Erleuchteten. Bei der Erleuchteten Fraktion ist es so, dass wenn ihr sehr auf ehrfürchtig spielt, wie bei vielen anderen Fraktionen, habt ihr noch die Möglichkeit, eine Paragon-Kiste zu erspielen. Die Kiste schimpft sich einmal Truhe des Erleuchteten Mittlers. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr spielt die Fraktion auf ehrfürchtig und dann haut ihr nochmal 10.000 extra Ruf drauf und dann kriegt ihr quasi eine Paragon-Kiste. Und die könnt ihr so oft holen, wie ihr wollt. Also jedes Mal, wenn ihr dann wieder 10.000 extra Ruf habt, könnt ihr beim Rufhändler hier in der Zuflucht einmal eure Kiste abholen. In dieser Kiste besteht dann eine kleine Chance, dass ein Rezept drin ist. Und zwar ist das einmal das Rezept für das Mount hier. Das könnt ihr dann einfach bei der Protosynthesenschmiede unten abgeben und dann könnt ihr das Ganze craften. Bei mir hat es jetzt ein paar Tries gedauert, bis ich es hatte. Und ja, ist tatsächlich ein bisschen aufwendig. Wenn ihr euch das effizient farmen wollt, was könnt ihr machen, um Ruf zu farmen? Ich mache es tatsächlich so, dass ich einmal die Woche den World Boss umhaue und die 3 World Quests, die man pro Tag einmal machen kann, mit meinen Chars mitnehmen. Zusätzlich solltet ihr natürlich die Weekly Quest hier annehmen, die es im Lager gibt. Erst die Weekly Quest annehmen, dann immer schön die 3 World Quests machen, einmal den World Boss. Mit dem, wenn ihr das jeden Tag macht, könnt ihr auch die Weekly Quest abschließen und das ist eigentlich relativ wenig Aufwand, um den Ruf zu farmen. Alternativ könnt ihr natürlich noch zusätzlich alle Rares hier im Gebiet töten. Ich persönlich mache das nicht, die bringen so um die 10 Ruf, manche bringen 15 Ruf oder auch ein paar Bosse im Raid noch töten. Die bringen, glaube ich, auch nochmal 50 Ruf pro Boss. Genau, das war es soweit zum Rezept. Dann schauen wir uns mal an, was wir an Mats brauchen. Und zwar haben wir hier den rostigen Bophonit und dafür brauchen wir insgesamt 350 Genesis-Partikel. Dann brauchen wir einmal eine Linse des fokussierten Absicht und dann brauchen wir ein Bophonit-Gitter. Und wo wir die Mats herkriegen, wollen wir uns jetzt mal anschauen. Dann kommen wir zum ersten Item und zwar den Genesis-Partikeln.
Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73 und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen, Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen, das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie denn alle antecken. Ich kann euch noch 1-2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt, dann kann man eigentlich die zwei immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit heranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja, hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitanisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir als nächstes zur Linse der fokussierenden Absicht und diese könnt ihr euch einfach bei einem Händler kaufen. Wir befinden uns einmal hier im Lager und zwar bei den Koordinaten 34, 64. Das ist dann der Rufhändler für die Fraktion hier, die Erleuchteten. Und hier müsst ihr einmal auf den Ruf respektvoll kommen und dann könnt ihr euch das einfach kaufen gegen 34 Gold, sprich ist relativ günstig. Wenn ihr schon da seid, nehmt am besten gleich 2 mit, denn ihr braucht es für 2 verschiedene Mounts.
Dann kommen wir zum Bufonidengitter. Das kriegen wir von allen möglichen Fröschen hier in Sierra Mortis. Und zwar sind wir jetzt immer noch hier auf den Koordinaten 51, 73. Und hier diese kompletten Frösche droppen das. Beziehungsweise hier oben beim Mausoleum könnt ihr diese Frösche auch töten. Die können das dementsprechend auch droppen. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine Extra-Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Chala, bis zum nächsten Mal. Ciao.